In Bochum, Düsseldorf und Krefeld hat ein ganztägiger Nahverkehrsstreik begonnen, der auch am Dienstag fortgesetzt wird. Noch ist die Duisburger Verkehrsgesellschaft DVG nicht betroffen, aber Streiks sind in den nächsten Wochen wahrscheinlich. Wann genau die Busse und Bahnen in Duisburg stillstehen, ist aktuell noch nicht bekannt. Die Arbeitgeber hatten ein verbessertes Angebot vorgelegt, aber die Verhandlungen sind weiterhin festgefahren. Nach einer Urabstimmung der 30.000 Beschäftigten hatte Verdi NRW in der letzten Woche unbefristete Streiks im Nahverkehr angekündigt. Vor einem Monat wurde bekannt, dass Mercedes-Benz Niederlassungen verkaufen will. Bundesweit fanden deshalb am 11. April Betriebsversammlungen statt, um die Arbeitsbedingungen bei Veräußerung von Niederlassungen zu sichern. Der Betriebsrat fordert, Entscheidungsprozesse sollen transparent sein, um die Auswirkungen auf das Arbeitsleben zu verdeutlichen. Ende März haben die Betriebsratsvorsitzenden sowie die zuständigen IG Metall-Betriebsbetreuer gemeinsam eine Verhandlungsstrategie festgelegt. Zeitnah sollen auch die Beschäftigten in Form einer Befragung am Prozess beteiligt werden. Die niederrheinische IHK hat 55 Azubis aus 16 Unternehmen zu Energiescouts ausgebildet, die nachhaltige Ideen entwickelten. Die Azubis haben in 3 Workshops gelernt, effizient mit Energie und Rohstoffen umzugehen und haben dann ihre Ideen umgesetzt. Die diesjährigen Preisträger des Abschlusswettbewerbs kommen aus Duisburg und Kevlar. 450 Azubis haben seit 2015 2,4 Millionen Euro Energiekosten gespart und den CO2-Ausstoß gesenkt. Das Projekt geht weiter. Unternehmen können am 1. August 2024 an einer digitalen Informationsveranstaltung teilnehmen. Das Bethesda Krankenhaus Duisburg sucht Unterstützung für die grünen Damen und Herren, die Patienten während ihres Aufenthalts betreuen. Freiwillige können sich melden, um Teil dieser wichtigen Gruppe zu werden und anderen zu helfen. Die grünen Damen und Herren bieten einfühlsame Begleitung und erfüllen kleine Wünsche, um den Krankenhausaufenthalt angenehmer zu gestalten. Die Tätigkeit ist nicht nur für die Patienten, sondern auch für die Freiwilligen selbst eine bereichernde Erfahrung. Interessierte können sich bei Pfarrerin Sarah Rando melden, um Teil des Teams zu werden. Das Taschenlampenkonzert bietet auch in diesem Jahr wieder fröhliche Mitmachmusik für die ganze Familie in der alten Gießhalle im Landschaftspark Nord. Der Vorverkauf für das Konzert am 28. September ist jetzt gestartet und erfolgt an verschiedenen Stellen in Duisburg. Der Einlass beginnt um 17 Uhr, wenn es noch hell ist. Je dunkler es dann wird, desto gemütlicher wird die Stimmung. Die Veranstaltung ist ein besonderes Erlebnis für Kinder, die ihre Taschenlampen mitbringen und wild tanzen dürfen. Das Konzert ist wetterunabhängig. Die Besucher erleben die Dämmerung draußen, sind aber vor Regen geschützt.